Das Unternehmen Erste Liga für die Himmelsstürmer von der Warnow hoffentlich kein Himmelfahrtskommando. Für uns kann es nur bedeuten, dass wir den Klasse halten und daran werden wir alles setzen und werden das ganze Jahr versuchen, daran zu arbeiten. Zentrale Figur im Rostocker Spiel Stefan Beinlich. Bei Aston Villa nur Ersatzbankkönig, in Rostock Torschütze vom Dienst. 14 Mal war er erfolgreich, mit 66 Treffern waren die Hanseaten das torgefährlichste Team der zweiten Liga. Auch ein Verdienst des 23-jährigen Supertechnikers als Vorbereiter und Vollstrecker, einer der wichtigsten Spieler beim Bundesliga-Aufsteiger. Der Stefan Beinlich ist ein absoluter Straßenfußballer, also den könnte ich nachts um 12 Uhr wecken und sage, komm, wir müssen mal nur ein bisschen deinen rechten Fuß trainieren und so weiter. Also der steht vor dem Training eine halbe Stunde auf dem Platz, nach dem Training eine halbe Stunde länger. Also ist ein Vollblutfußballer und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ein Vollblutfußballer, das ist er auch. Steffen Bentin vom 1. FSV Schwerin. Er schoss 37 Tore in der Oberliga Nordost. Ein Riesentalent, den zurzeit allerdings noch eine Oberschenkelzerrung plagt. Beim Freundschaftsspiel in Lübeck durfte er zum ersten Mal Maß nehmen. Doch kein Glück für Benno, wie er von seinen Mannschaftskameraden genannt wird. Der 25-Jährige muss seine Erstligatauglichkeit erst noch unter Beweis stellen. Ich freue mich zumindest darüber, dass er Torchancen hatte, weil wenn ein Stürmer keine Chance hat, dann ist es eher ein schlechtes Zeichen. Also er hat zumindest ein paar ganz gute Einsätze gehabt und dafür, dass er eigentlich jetzt zwei Wochen immer nur Runden gelaufen ist, muss ich sagen, hat er eigentlich ganz ordentlich gespielt. Zweite Halbzeit, vielleicht kriegt er nächste Woche nochmal eine Halbzeit eine Chance, je nach Situation, aber es war ganz ordentlich. Benno ist einer von 10 Neuen. Für nur 1,45 Millionen wurde bei Hansa eingekauft. Auch ein dritter Torwart musste her. Perry Bräutigam vom 1. FC Nürnberg. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Und das Geschäft lief gut. Tolle Reflexe des dreimaligen DDR-Nationaltorhüters beim Freundschaftsspiel auf der Lübecker Lohmühle. Der 32-Jährige tat alles, um bei Hansa die Nummer 1 zu werden. Auch im Rauslaufen stark. Bräutigam bewies Übersicht. Michael Lokowski konnte froh sein, dass Hansas Nummer 3 Jens Kunert keinen guten Tag erwischt hatte. Dennoch gibt der sich optimistisch. Es wird abgerechnet, wenn die Saison losgeht. Und ich sehe mich nicht als Nummer 3. Im Gegenteil, ich möchte die Nummer 1 werden. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Und er war die Nummer 1. Daniel Hoffmann fehlte bei keinem Spiel, ließ nur 30 Gegentreffer zu. Im Endeffekt entscheidet der Trainer und die Leistung. Und ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass ich die Nummer 1 bleibe. Beim glücklichen 2:1-Sieg der Rostocker über den VfW Lübeck gab es jedenfalls eine Vorentscheidung in Sachen Torwartfrage, obwohl Daniel Hoffmann gar nicht dabei war. Der Perry hat ein sehr gutes Spiel gemacht und hat sicherlich den Zweikampf da offen gestaltet jetzt. Also doch ein Zweikampf zwischen Daniel Hoffmann und Perry Bräutigam. Hansas Spielsystem wurde auch in Lübeck deutlich. Die bewegliche Viererkette, allerdings fehlten dort so wichtige Spieler wie Beinlich oder Studer. Pagelsdorf experimentiert weiter. Wir haben eine Dreierabwehrkette, die zu einer Viererabwehrkette wird, je nach Situation. Und es ist einfach relativ einfach, wenn ein Abwehrspieler sich einschaltet, muss einer von der anderen Seite reinrücken, sodass man wieder die gleiche Anzahl hat der Spieler. Die kontrollierte Offensive beim VfB nur eine Halbzeit lang erfolgreich. Timo Lange, der zweifache Torschütze, wird sich in der ersten Liga wohl mehr mit Defensivaufgaben beschäftigen müssen. Wir spielen also unser System genauso weiter. Und ich muss auch sagen, wenn es zum Schluss nicht reichen sollte und wir haben wirklich versucht, alles zu geben, dann ist das nicht so tragisch. Schlimmer wäre es für mich, wenn wir uns, wenn ich sage mal, in 34 Spielen hinten nur reinstellen würden und würden dann absteigen. Also so denke ich, macht der Fußball keinen Spaß. Also wir werden es probieren. Natürlich nicht mit einer gewissen Blauäugigkeit, sondern schon auch, ich sag mal, kontrolliert so ein bisschen.